www.chat.de. So, wir haben jetzt so quasi fast unsere letzte Band im Interview, Großstadtgeflüster. Stellt euch am besten selber mal vor und was ihr so macht. Hi, ich bin die Jen von Großstadtgeflüster und ich stehe da vorne in der Mitte und sing oder so. Ich bin Raphael und spiele Keyboard und fehlen tut der Chris, der Schlagzeug spielt. Ich habe vor eure Show mal ein bisschen anguckt, also ist ja brutales Publikum, das hat ja gebebt. Ist immer so ein gutes Publikum da oder war jetzt heute in Ravensburg was ganz Besonderes? Ja, es war was ganz Besonderes, weil wir sind gerade so ein bisschen liquide und konnten vorher so ein bisschen was verteilen. Deswegen ist also. Was meinst du dazu? Das ist immer sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe irgendwann mal angefangen, meine Top 5 meiner Lieblingsgigs in Erinnerung zusammenzusuchen. Und da habe ich aber gemerkt, dass das total unfair gegenüber den ganzen geilen Gigs war, die auch stattgefunden haben. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwie die schlechtesten irgendwie sich zu überlegen, weil das macht ja überhaupt eh keinen Sinn. Ich würde sagen, heute hat es einfach richtig Spaß gemacht, ohne Relation. Also ich fand es auch krass, wo einmal die ganze Halle gesprungen ist fast. Also ich glaube, was ist das für ein Gefühl auf der Bühne, wenn man sieht, die Leute, die gehen ab? Ja, mega. Also das ist so wir, ne? Also klingt total eh so, aber tatsächlich so ein gemeinsamer Wusch zu werden, so sich was hin und her zu werfen und so zu so einem Ball von Sprung zu verschmelzen, das hat was, doch. Ja, ich finde, man hat es bei dir auch genau gesehen, dass du das richtig gefühlt hast und ich glaube, da geht auch richtig das Herz auf, wenn man so sieht, boah, geil, Mann, das kommt an, was wir aus unserer Hand geschaffen haben, es kommt an. Ja, naja, also so weit denke ich dann immer gar nicht. Ich denke immer nur, krass, fett, geil, schön. Und dann gucke ich nach vorne und die Leute sind irgendwie glücklich und die gucken mich an und sehen, ich bin glücklich. Und dann sind alle glücklich und das ist so, oh, peace, hey, hippie und so, super. Eure Musikrichtung nennt man Elektropop. Wie beschreibst du selber Elektropop? Ich würde Elektropop als Musik beschreiben, die wahrscheinlich nicht von einer Band im Studio eingespielt wurde, sondern eher hinter dem Computer ausgetüftelt wurde. So finden zumindest bei uns das alles statt. Von der Attitüde her finde ich, ist aber Großstadtgeflüster eigentlich eher eine Punkband ohne Gitarren. Aber auch, also ja... Reicht das? Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht mehr ein. Fällt dir noch was dazu ein? Naja, also ich sag mal, wir haben den Dilettantismus von einer professionellen Punkband und den Computer von einer Elektroband irgendwie oder so. Ich weiß nicht. Ja, man, am Ende irgendwie drück irgendwo drauf, es kommt was raus und es macht Spaß und dann sagen wir ja, das ist es. Also einfach ein bisschen weniger Kopf und ein bisschen mehr Eier, so, es ist schön. Ja, ich meine, ich denke halt, das ist oft bei Bands was so, ihr habt was Eigenes. Es gibt jetzt, glaube ich, keine Band, wo man jetzt sagen kann, ohne Scheiß. Es ist ein Unterschied. Also, nee, das ist das Schwierige, ich weiß, wie das alles funktioniert, dass die Leute alle Schubladen brauchen. Ich brauche selber Schubladen, wenn ich andere Bands beurteilen will. Aber wenn man selber eine Band ist, dann will man in keiner von diesen Schubladen sich aufhalten, weil das ist ja total einschränkend. Wir wollen ja einfach nur Musik machen und beim Musik machen wollen wir immer, dass alles möglich ist. Wir wollen, dass jede Idee Einfluss finden kann, wenn sie gut ist. So. Und wenn man sich dann einem bestimmten Genre verschrieben hat, dann kann man ja auf einmal keine nepalesische Mandoline mehr auspacken. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist genau der richtige Sound, dann muss das halt sein. Das heißt, ich würde eigentlich mich viel wohler finden, wenn irgendein schlauer Mensch für uns einen Stil erfindet, der alles abdeckt. Ja, das hat auf jeden Fall was. Also gut beschrieben. Ja, ich kann es ja mal probieren. Wo geht ihr als nächstes hin? Wo habt ihr eure nächsten Auftritte? Nach Hause.
Wir sind tatsächlich, das war heute so ein Insel-Gig. Wir haben seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Das ist für uns tatsächlich nicht so die Regel. Und der nächste ist jetzt irgendwie nächstes Frühjahr angesiedelt, glaube ich. Das heißt, wahrscheinlich jetzt so ins Studio kräftig einen durchziehen und mal ein paar neue Songs schreiben. Ja. Also in dem Fall habt ihr 2015 noch vor, was Neues rauszubringen? Es wird irgendwas, also wir haben ja immer nicht so viel vor. Das ist vielleicht das Geheimnis unseres Nicht-Erfolges, ist, dass wir einfach nichts vorhaben. Und wir gucken mal, was passiert, aber wahrscheinlich, denke ich, doch, ja, schon 2015, früher, ne? So. Also ist eine ganz schön offizielle Ansage, weil haben wir bisher nicht mal unseren Eltern erzählt. Ja. Aber ihr seid jetzt die Ersten, die es erfahren, 2015. Haltet euch schon mal. Wir haben lauter neue Infos. Vorher war es bei Itchy Poops Kids, sind Rock am Ring, Rock im Park bestätigt. Haben sie gesagt, wissen sie seit gestern, haben mir die ersten Infos. Oh, also super. Ja, wir wissen seit gestern, dass wir da schon wieder nicht spielen werden. Ja, aber auch eine Info, immerhin weiß man es dann. Nein, wir wissen es nicht. Wir glauben es. Wart ihr schon mal hier am Bodensee? Ja, wir waren auf der anderen Seite vom Bodensee. waren wir schon mal in Ravensburg direkt? Nee, ne? Also am Bodensee haben wir schon irgendwie rumgedumpelt, so drumherum. Wir waren auch schon mal drin im Bodensee. Tolles, kaltes, klares Wasser. Aber Ravensburg waren wir, glaube ich, noch nicht. Kenne ich nur von den Ecken von meinem Puzzle. Sagt jeder. Ja. Jetzt hat es gerade geklopft, jetzt gucken wir mal. Hallo. Jetzt kommt sie. Ah. Es funktioniert alles, also. Okay, dann schicke ich noch die anderen kurz mit den 5 Fragen. Schick. Gut, in dem Fall, habt ihr noch irgendwas zum Sagen? Ja, das war total geil. Ich bin total happy. Das merkt man gerade nicht, weil ich so ein bisschen unterkühlt bin. Ich habe aber auch gerade gegessen. Normalerweise lege ich mich dann ins Bett und mache eine DVD an oder so. Aber das war echt großartig hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wiederkommen darf. Ja, ich muss auch einfach nur als letztes vielleicht ein Kompliment an die Veranstalter machen, weil das 47 Grad Festival findet dieses Jahr das erste Mal statt und es ist extrem viel sehr gut gelaufen, was bei vielen anderen Festivals, die schon sehr viel länger machen, irgendwie verballert wird. Ich fand das Line-Up persönlich total gut, ist natürlich Geschmackssache, ich fand es richtig geil, also kommt wieder, bringt eure Verwandten mit. Ja, schau dir. Guck mal, wie professionell er ist, er dreht jetzt schon die zweite Zigarette. Daran erkennt man Profis. Das ist ein Knaller. Oh. Ist ja süß. Schaut ihr euch sonst noch irgendwelche Bands nachher noch an? Ja. Also wir freuen uns ja heute sowieso total hier zu sein, weil Line-Up auch so geil. Ne? Mhm. Rakete, nie live gesehen, heute live gesehen, überzeugt. Und außerdem, das letzte Mal, dass ich so richtig Fan war, war in den Spät-80ern bei New Kids on the Block und später dann halt bei Egotronic. Und deswegen werde ich da jetzt auch gleich runterflitzen und werde mir noch irgendwo ein Kuscheltier suchen, womit ich die Jungs beschmeißen kann. Schlimmer. Nee, das ist sexistische Kackscheiße. Okay, in dem Fall sexistische Kackscheiße. In dem Fall beenden wir so das Interview. Vielen Dank.